So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Ich würde sagen, heute kümmern wir uns direkt erstmal um diesen PC hier. Denn hier haben wir eine Sache zu reparieren, und zwar den RAM, beziehungsweise nicht zu reparieren, sondern auszutauschen. Na? Oh, da unten habe ich, glaube ich, den falschen RAM-Slot geöffnet. Ja, super. Gut, das ist ja schon mal kein Problem. Das war der mit der blauen LED, 3200 MHz, also der hier. Und das müsste im Großen und Ganzen eigentlich sogar für den PC alles gewesen sein, damit er auf jeden Fall erstmal läuft. Kann sogar sein, dass das alles war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Na, ist irgendwas... Achso, ja gut, ich muss das Gehäuse natürlich nochmal zumachen. Bei dem PC sonst noch was? Spreche wahrscheinlich mal außen wieder rein. Und, brandneue Komponenten? Nee, das war's. Gut, dann war das ein sehr einfacher und problemloser PC zum Beginn des Parts. Und so kann es gerne weitergehen, wenn alles so problemlos wäre. Mein PC war Schrott, aber jetzt funktioniert er einwandfrei. Mit Neuteilen haben sie gearbeitet, das heißt verlängerte Garantiefristen. Richtig. Jetzt kümmern wir uns erstmal um diesen PC hier. Der muss mindestens einen 3D-Mark-Leistungswert von 6737 erreichen. Ich hoffe, das bekommen wir auch hin. So. Das schöne kleine Mainboard. Dann die CPU Ryzen 7 2700. So, Wärmeleitpaste. Dann installieren wir die zwei RAM-Riegel, damit wir auch auf 32 GB kommen. Ich meine, das braucht man zwar nicht unbedingt, aber hey, wenn man schon die Möglichkeit dazu hat, warum nicht? Dann auch direkt irgendwo, ne? Achso, ja stimmt, hier unten ist das ja bei dem Gehäuse, nicht oben wie bei dem anderen, was wir im letzten Part nehmen wollten. Was aber nicht gepasst hat, weil das Case keinen Platz geboten hat für jegliche Art von Wasserkühlung oder eigentlich für alle Kühler, die ich hatte. Und deswegen musste ich umswitchen auf ein anderes Case, das haben wir jetzt hier. Ich wollte trotzdem ein möglichst kleines Case nehmen. Ich hätte zwar auch das andere von Raijintech nehmen können, aber da hätte ich dann nicht die große Grafikkarte reinmachen können. Außerdem habe ich das sowieso schon so oft die letzte Zeit benutzt. Deswegen will ich das jetzt mal nicht benutzen. Und ich hätte hier jetzt eine kleine Frage. Wäre es also in der Theorie möglich, hier oben einen Radiator zu machen für die CPU, wenn das eine, also nicht eine Custom, sondern eine I.O. ist, also eine I.O.-Wasserkühlung? In Real Life wäre das auf jeden Fall möglich, nur ist das hier auch im Spiel möglich? Ich glaube nämlich eher weniger. Ja gut, ist halt zu dick. Aber sonst? Ah ne, das Kabel wird auch da durchlaufen. Das Kabel wäre zu... Also, Kabel, was heißt Kabel? Die Pipe wäre zu... kurz. Hm, das hier geht auch nicht wegen der Grafikkarte. Die wäre da sonst zu groß. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Das heißt, wir müssen auf eine kleinere Wasserkühlung setzen. Als ob die da hinten auch nicht hinpasst. Müssen wir jetzt ernsthaft doch auf die 120er setzen? Na toll. Okay, dann nehmen wir eben die 120er. Wir sind bei 2509 Dollar. Sprich... alles noch im Rahmen. Dann können wir auch noch ein klein wenig RGB-Zeugs einbauen. Hier oben oder hier vorne? Ich glaube vorne. Sieht schon cooler aus. Ist ja mit so einer Glaswand das Gehäuse. Da passt das vorne schon eigentlich ganz gut rein. Ja, sind halt keine 140 mm. Deswegen hat man jetzt halt zwischendrin noch ein bisschen Raum. Aber immer noch besser als überhaupt keine Lüfter.
nicht nur vom Aussehen her, sondern auch von der Kühlung. Ja, so, jetzt von dem Betriebssystem. Und ich sehe, ich kann den Laufwerkschacht hier eigentlich wieder einbauen. Nee, nicht dich, sondern... Ja gut, dafür muss ich die Rückseite abmachen. Ernsthaft? Ist der Kühler so breit? Wow. Okay, dann bleibt er halt draußen. So, wird installiert. Gut, das hier ist immer noch der andere PC. Und wir müssen 3D-Mark-Wert erreichen, einen gewissen. Das heißt, das wollen wir auf jeden Fall. Dann Beleuchtungssoftware. Und dann kriegt die Person auch noch über Taktsoftware installiert. Ich meine, ich brauche die zwei jetzt nicht. Aber dann kann die Person, wenn sie möchte, noch ein bisschen fein. Obwohl doch, ich übertakte trotzdem ein klein wenig. Habe ich mich gerade spontan so entschieden. Da hat die Person wenigstens ein klein wenig Service. Aber für die Anforderungen würde das hier auch schon locker ausreichen. So. Ja, sieht doch trotzdem ganz gut aus. Ich meine, man sieht das hier nicht so stark durch mit dem Gehäuse. Aber von der Seite ist zwar auch gedimmt, aber es ist schon ganz cool. Und das backt da durch. Das ist ein bisschen blöd. Obwohl, ich glaube, da kann man... Oder kann man da durchsehen? Ja, yeah, stimmt, man kann da durchsehen. Das backt nicht dadurch, das ist... Weil das Mainboard nicht so breit ist wie der Teil des Gehäuses, der da ausgeschnitten ist. Ich glaube, daran liegt das. So, dann hier noch ein bisschen. Schaffen wir vielleicht sogar 2000? Ich weiß, dass das mit irgendeinem Kühldesign schaffbar war, oder waren das 2900? Das kann auch sein. Wir werden es jetzt ja gleich sehen. Okay, doch. Und zwar eigentlich sogar ganz solide. 87 Grad bis 94,95 hält eine 1080 durch. Das ist eigentlich ganz gut. Da könnten wir sogar noch höher gehen. Aber ich denke mir, wieso sollten wir da jetzt noch mehr, warum sollten wir da jetzt noch mehr draus machen? Das ist ja so eigentlich schon ganz gut. Dann ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, falls die Person nicht sauber macht. Oder, keine Ahnung, was weiß ich, da vorne ein Lüfter kaputt geht, obwohl die Grafikkarte bleibt sowieso nach oben raus. Sprich, das ist eigentlich egal. Ja, aber das ist, glaube ich, sogar ein ganz gutes Case-Design. Wenn hier oben direkt, wo der Platz für die Lüfter ist, direkt die Grafikkarte ist, kann die da halt direkt an die Luft. Ist eigentlich ganz gut. Dass die da nicht einfach die Luft aus dem Gehäuse in der Mitte rauszieht, wie es normalerweise ist. Hier irgendwie darunter die Luft. Die muss ja auch erstmal dann ins Gehäuse rein und schnell wieder raus. Und das hier ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Design. Hätte nicht gedacht, dass ich davon so überzeugt bin. Gut, jetzt lassen wir erstmal den Test durchlaufen und lesen währenddessen hier die Mail. Danke für die RAM-Aufrüstung. Das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Jetzt läuft der PC perfekt. Und gerade noch rechtzeitig, denn die Abschlussprüfung steht demnächst an. Ich muss mich wohl auf den Hosenboden setzen und mich an die Arbeit machen. Keine Spiele mehr, bis ich bestanden habe. Vielen Dank, Gus Hemhor. PS, wie sich herausstellt, hat der Beschuldigte in diesem Fall keine Chance, das Notwehrargument ins Feld zu führen. Der ist mit Sicherheit schuldig wie die Sünde. Okay, klar, bestimmt. Und morgen sagst du wieder was anderes. Gut, das hier können wir immer noch nicht machen. Kümmern wir uns mal hier drum, und das ist wieder Irregular Corporation, sprich der Publisher. Okay, der Test hier läuft immer noch. 58,8 FPS ist eigentlich ganz gut. Und wie ich gesehen habe, sollen wir einen 4K PUBG PC bauen für 1690 Dollar. Das ist eigentlich eine ganz
schicke Challenge. Das ist nicht so leicht. Hallo, hier meldet sich Stuart nochmal. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Ich wollte mich nur für das Aufmotzen meines PCs mit den lila Lichtern bedanken. Noch einen Tucken mehr und ich müsste eine... Was? Und ich müsste eine Sonnenbrille tragen, wenn ich das Ding hochfahre. Echt erstaunlich. Aber jetzt frage ich mich, ob Sie vielleicht noch ein schnelles Upgrade vornehmen könnten. Ich habe mir gerade ein Exemplar von Battleground 1 gesichert. Battleground 1? Battleground 1? Sag einfach PUBG, okay? Das wäre sehr, sehr viel angenehmer. Und will dafür 60 Bilder die Sekunde über die gesamte Strecke. Wenn Sie es schaffen, dass alles absolut ruckelfrei läuft, wäre ich überaus dankbar. Vielen Dank, Stuart, Produktionsleiter bei The Irregular Corporation. Stimmt, das war der PC. Okay, da müssten wir schon einiges machen. Okay. 1700. Was sind denn die Anforderungen? PUBG? Hier. 4K. Und zwar die empfohlenen Spezifikationen, ja, okay. Okay, wir müssen beides upgraden. GPU und CPU. Das wird interessant. Ich weiß noch nicht, setze ich da auf AMD oder auf Nvidia? AMD oder Intel? Weil, da ich ja bei der Grafikkarte auf eine 1080 setzen muss als Minimum, ist halt leider da AMD nicht drin, weil die Vega 64 ist nun mal nur auf dem Niveau der schlechtesten 1080. Obwohl, dann könnte das sogar vielleicht auch reichen. Oder ich habe ja gar nicht den Leistungscheck auf, sondern nur den Preischeck da. Wir können ja mal schauen. Okay, ja, wir könnten auch auf Vega setzen. Aber hey, das ist sowieso schon ein RGB-PC, also warum sollte ich auf was anderes als irgendwelche Komponenten, die viel RGB unterstützen, setzen? Und das ist ja bei dem Vega 64 Custom Design jetzt nicht unbedingt die Stärke. Wo das aber allerdings schon der Fall ist, wäre bei der Aorus GeForce GTX 1080 Extreme Edition für $730. Das war doch, genau, 1690 haben wir. Und wir brauchen mindestens ein i7-7700. Was ist denn als Kühlung drin? Ah ja, okay, der Leto Pro RGB. Ja, ich weiß nicht. Ich setze da, glaube ich, ein 8700K rein. Und dann als Mainboard. Vielleicht doch was, was RGB unterstützt. Sprich, in dem Fall das hier. Dann haben wir immer noch ein klein wenig Geld übrig. Das sollten wir aber am besten in ein besseres Netzteil investieren. So, dann was könnte ich noch upgraden in dem PC? RAM. Wir haben 16 GB, 3866 MHz. Schaffen wir da noch einen Riegel rein für das Geld? Nee, nicht wirklich. Noch nicht mal ansatzweise. Wir bräuchten dafür $70 mehr. Nee, das ist nicht machbar. Ist halt schade, weil zwei RAM-Riegel sehen schicker aus als einer. Aber das ist echt nicht machbar. Leider. Das nehmen wir natürlich aber trotzdem an. Auch wenn ich theoretisch gebrauchte Teile nehmen kann, weil hier nirgends was von neuen Sachen steht. Aber hey, dann nehmen wir gerade neue Sachen. Warum nicht?
Lesen wir aber natürlich mal weiter mit weiteren Anfragen. Können Sie einen neuen PC bauen? Hi, können Sie diesen Auftrag übernehmen? Ich suche jemanden, der mir gegen Bezahlung einen neuen PC baut. Ich habe hier Formel 1 2017 herumliegen, das darauf wartet, gespielt zu werden. Was die Zeit angeht, können Sie das in 2 Tagen schaffen. Mir ist bewusst, dass Gebrauchteile günstiger sind. Dennoch hätte ich ganz gerne neue. Haben Sie schon mal von AMD gehört? Die sollen unglaublich toll sein. Mit besten Grüßen, Imran Raubold. $2,500 hättest du als Budget. Und du willst Formel 1 2017 auf Mindestanforderungen spielen. Und das ist gar kein Ding, denke ich. Das setzen wir doch mindestens mal auf die empfohlenen Spezifikationen und auch das ist gar kein Ding. AMD hätte ich sowieso gern genommen, also kein Problem. Wir haben ja jetzt den 2700X, den würde ich auch gerne halt mal probieren. Machen wir also auch mal direkt, habe ich den jetzt reingetan oder nicht? Ja, habe ich. Gut, dann als Mainboard, nein, X470. Oder haben wir hier noch eins? Warum habe ich noch eins? Ist das ein gebrauchtes Board? Nee, das ist ein neues Board. Ah ja, genau, dafür habe ich das. Stimmt. Was haben wir hier rausgeholt? 8.959. Kein Ding. Ich lese noch mal durch, hier in der Mail von der Person noch irgendwas drin stand. Nee, das nicht, sondern das hier. Du wolltest eine AIO und das war's. Also, eine gute Adresse für maßgeschneiderte PCs. Gern geschehen. So, kümmern wir uns jetzt aber mal um den hier weiter. Genau, wie viel kostet nochmal das Board? $165. Dann nehme ich nämlich einfach das gerade. Als Grafikkarte setzen wir auf eine RX Vega. Weil ich einfach Lust drauf habe. Dann als Netzteil nehmen wir wieder unser Standardnetzteil. Oh nee, das ist nicht unser Standardnetzteil. Das hier ist unser Standardnetzteil. Egal. Das sind ungefähr gleich gut. Als Festplatte, ja gut, da schaue ich glaube ich später bei der Festplatte. Und das Board unterstützt maximal... Naja, stimmt, kann ich ja nicht anklicken. Toll. Hier und dann X470. 3600 MHz ist das Maximum. So. 1, 2, 3, 4... Genauso machen wir das. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Viel. Also kann ich mit leben. Dann brauchen wir noch ein Gehäuse, eine Kühlung und eine Festplatte. So, da bräuchten wir... Du hast gesagt Formel 1. Wie wär's denn damit? Inwin MSI Dragon Edition. Jetzt muss ich mich nur noch mal vergewissern, wie groß die RX460 ist, aber das ist gar kein Ding, die ist gar nicht so lang. Dann brauchen wir jetzt noch Kühlung von Prozessor. Ich weiß, das ist Overkill. Aber warum nicht? Ach, wir haben sogar noch eine im Inventar, stimmt. Die habe ich ja auch schon gekauft. Und dann brauchen wir noch eine Festplatte. $305 haben wir da. Knapp um $5 sind wir an einer RGB-SSD vorbeigeschlittert. Dann nehmen wir die von Adata, weil die auch cool aussieht. Und ja, sonst könnte ich noch ein paar Lüfter reintun. Ich kaufe einfach mal welche. Ich weiß nicht, ob ich sie brauchen werde. Wir werden es dann ja sehen. 1, 2, 3. Passt schon, oder? Ich denke, ist nicht so schlimm.
wenn wir die nicht brauchen. Irgendwann werden wir sie schon verbauen. Gut. Kümmere ich mich mal um die nächsten Aufträge. Den habe ich ja schon angenommen. Hier nochmal ein Neubau, sogar nochmal für das gleiche Spiel. Ah, nee. Trottel. Hab einfach auf den falschen Auftrag geklickt. Ups. Neubau gesucht. Alles klar. Wenn ich nicht bald einen neuen Computer bekomme, dann kriege ich aber Schreikrämpfe. Das folgende ist wichtig. Ich brauche unbedingt einen Leistungswert von aller mindestens 9739. Außerdem brauche ich den Rechner spätestens am 6.6.2018, sprich in 9 Tagen zurück. Ich möchte 2 Grafikkarten für diesen Rechner. Versuchen Sie erst gar nicht, mir irgendwelche Gebrauchteile unterzujubeln. Ich will ausschließlich Neuware. Ich bin ein totaler Fan von Intel. Okay, $3000, kein Problem. Ist eine Menge Budget. Also, fangen wir direkt mal an, wie man bei so einem Bild anfangen muss. Fetteste CPU. Dann als Kühlung natürlich die fetteste Kühlung. Mainboard nehmen wir natürlich das hier. Weil es halt einfach echt episch aussieht. Dann Grafikkarten. So. Als Netzteil wieder das hier von Gigabyte. Gehäuse brauchen wir irgendetwas. Ein Full Tower. Nehmen wir nicht den, sondern den. So, dann brauchen wir noch eine Festplatte und RAM. Das wird nicht so günstig. RGB. Das wird echt nicht leicht. Ich muss auf 2 Riegel setzen. Also, fast. Ich kann auch auf die setzen. 1, 2, 3, 4. Das ist dann halt, ja. Oh nee, $70 haben wir dann nur. Oh, das ist halt echt. Das günstigste, was ich hier wirklich verbauen kann, ist das hier eigentlich für 100. Sprich, ich muss ein Gehäuse finden, was günstiger ist. Oder ich nehme ein anderes Board, aber das andere Board sieht halt nicht so cool aus dann. Egal, nehmen wir ein anderes Gehäuse. Auch ein großes Gehäuse natürlich. Aber es darf nicht so teuer sein. Gut, ich könnte einfach den hier nehmen. Den haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. Der ist auch riesig. Dann hätten wir sogar noch ein klein wenig mehr Geld übrig. Und zwar nochmal $40. Das wären zum Beispiel bei den RAM-Riegeln $10 nochmal jeweils. Bekommen wir denn dafür schon irgendwas? Nee. Nee, gar nichts. Außer ich würde auf weniger RAM setzen, aber nee. Kriege ich da eine krassere Festplatte? Für 150. Oh, aber wir könnten die RGB-SSD einbauen. Die will ich auch auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal hier. Ja gut, das ist der Ryzen 7 2700X, okay. Kein Wunder. Die Deals auf eBay kann ich mal gerade nochmal anschauen, aber die haben wir eben, glaube ich, schon durchgeschaut gehabt. Ist auf jeden Fall nichts Besonderes, nichts, was es wert wäre. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part stellen wir diesen PC dann zusammen. Der sieht auf jeden Fall auch wieder nach was Krasserem aus.
und werden auch schon beginnen, die meisten davon zusammenzubauen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Like, wenn euch dieser Part gefallen hat und bis zum nächsten Video. Ciao!